Hallo und herzlich willkommen zu meiner Guilty Pleasure Top 10. Wer meinen Kanal aufmerksam verfolgt, weiß, ich habe schon mal eine Top 6 mit Mutant X8 gemacht. Deswegen möchte ich euch nochmal darauf verweisen, guckt auf seinen Kanal, da sind dann auch noch seine Top 6 mit dabei. Ich habe momentan absolut gar keine Zeit, Videos zu produzieren, möchte euch aber nicht komplett leer ausgehen lassen. Also dachte ich mir, fügst du nochmal 4 Filme zu, machst du eine Top 10 aus der Top 6. Ist ein bisschen eine kacke dreiste Zweitverwertung, aber nicht jeder von euch ist damals auf seinen Kanal rüber und hat da geschaut. Deswegen, Leute, der Link zu seinem Kanal unten nochmal in der Beschreibung. Und ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß an diesem Rettungspaket, das ich hier schnüre, weil, wie gesagt, sonst würde gar nichts kommen. Reingehauen! Platz 10, Escape from L.A. Wenn es einen Filmemacher gibt, der meine Jugend nachhaltig beeinflusst hat, dann ist es der Carpenter John. Ganz besonders Escape from New York, bei dem übrigens ein junger Jim Cameron an den Effekten mitwirkte, feierte ich schon damals als gelungenste Form des 80s Trash Appeal. I'm gonna give you assholes a chance. What do you say we play a little Bangkok Rules? Cameron war dann beim Sequel bzw. Remake nicht mehr an Bord. Escape from L.A. war auf technischer Ebene so desaströs, dass man ab einem gewissen Punkt nur noch von Absicht sprechen muss. Heute würde man den Film fast schon als Mockbuster bezeichnen und mit mehr Ficken würde er gerade so als Porno-Adaption durchgehen. Da hilft es auch nicht, dass Bruce Campbell in einer seiner besten Rollen im Film zu sehen ist, wenn die CG-Effekte aussehen wie das Intro von Command & Conquer. Das cineastische Endergebnis ist simpel, aber effektives Comedy-Gold, bei dem kein Auge trocken bleibt. Das Fremdscham-Level bei Kurt Russells One-Linern ist auf 110% und nein, nach dem Abspann schreit auch keiner April April in die Kamera. Dafür legt man schon damals die Qualitätsrichtlinien für Soft-Reboots fest. Irgendwo zwischen richtig kacke und derbe beschissen. Nobody draws until this hits the ground. Platz 9, House of the Dead. Keine Guilty Pleasure Liste ohne den angeblichen King of Jauche, den Prinz of Pisse, den Master of Disaster und aller Uwe Boll, der mit House of the Dead bewies, dass sich auch einen Out of Bound Glitch als Drehbuchvorlage eignet. Der Film ist sogar so transparent und Out of Bound gedreht, dass in der besten Sequenz gleich mal der Dolly Track im Bild bleibt. Später wurde er als Set verwurstet. Und zwischendurch gibt es im zweiseitigen Plot noch Löcher und Lücken, die mehr Fragen aufwerfen als 8 Staffeln Lost. Und es gibt Gameplay Transitions, als hätte der Mann eigentlich ein Let's Play ins Kino gebracht und aus Versehen Filmschnipsel dazwischen geschnitten. Quasi wie ein schwarzes Zebra mit weißen Streifen. Brillant, oder? Da war eindeutig eine Prise zu viel Zucker im Kaffee. Uwe for President, wenn ihr mich fragt. Platz 8. Halloween 3, Season of the Witch. Ein Chovi-Schwein als Protagonist? Check! Kack-Special-Effekte? Check! Vage Charaktermotivation? Check! Verschwörung zur Übernahme der Weltherrschaft? Check! Ein nerviger Titelsong, der dich für den Rest deines Lebens heimsuchen wird? Check! Aber genug von meinem Kanal! Auf Halloween 3 trifft das alles nämlich auch zu. Stop it! Stop it! Stop it! Oh, sind wir mal ehrlich, Season of a Witch ist eigentlich kein schlechter Film und gehört nicht in diese Liste. Er ist auf der anderen Seite aber auch nicht sonderlich gut und irgendwie voll mit verschenkten Möglichkeiten und strangen Entscheidungen. Fuck you! Dennoch liebe ich die stete Bedrohung und das herbstliche Filmkorn-Flair. Denn so dumm der Plot auch konstruiert ist, so hübsch ist er verfilmt. Und ich habe jedes Mal nach dem Abspann das Gefühl, 2 Stunden im Wachkoma gelegen zu haben. Also eine coole Form von Wachkoma ohne Schläuche und Magensonde. Ihr wisst schon, fühlt sich quasi an wie ein riesiger Quantenfurz am Ereignishorizont. Halloween 3 stinkt, ist aber genauso schnell vorbei, wie er angefangen hat. Platz 7, Jurassic World 2. Hab ich Jurassic World 1 als Kack-Soft-Reboot bezeichnet? Ja gut, hab ich, aber Teil 2 ist gleich mal doppelt so scheiße und durchbricht so mühelos die so kacke, dass es wieder gut ist, Schallmauer. Das Teil ist Sonic Boom-Style, eine Art Gülle-Explosion am B-Movie-Firmament und rotiert seit Blu-ray-Release regelmäßig in meiner Konsole. Mittlerweile sogar regelmäßiger als Life Force, der von Jurassic World 2 dadurch aus dieser Liste verdrängt wurde. Welcome to Jurassic World Fallen Kingdom. Uwe.
Urst, worum geht es in Life Force, fragt ihr? Nun, gut, dass ihr fragt. Das ist aber streckenweise schwerer zu erklären als Dantes göttliche Komödie, also belassen wir es bei Weltraumvampiren. Das klärt das Wirrwarr zwar nur bedingt auf, muss an dieser Stelle aber reichen. Wichtig ist nur zu wissen, dass Life Force der letzte große Film der Kennenbande rund um Malachim und Golan darstellte. Und allein mit deren Film könnte ich locker eine neue Top 20 füllen. Ich meine, guckt euch das Cover an. Nackte Frauen auf Raketen gebunden. Da will jemand wirklich Geld verdienen. Aber zurück zu Jurassic World 2. In dem nicht Captain Picard mitspielt. Und auch keine Zombies. Gibt auch keine Alien-Invasion. Ach, ficken. Okay, Life Force hat gewonnen. Tut mir leid, Jurassic World, aber am Ende ergibst du einfach zu viel Sinn und bist zu gut gemacht. Jetzt muss ich mir das Maul ausspülen. Mit Formaldehyd. Life Force. The terror has just begun. Platz 6, Jason X. Ich bin ein absoluter Freitag der 13. Fan und vor allem dem Trash-Appeal der Reihe verfallen, die nach Teil 3 eigentlich nicht mehr zu ertragen ist. Dass Jason im 10. Teil tatsächlich in Space landet, wäre für jedes andere Franchise ein Film gewordener, ausgestellter Totenschein. Doch Gesetz der Freitag-Reihe scheint es in diesem speziellen Fall fast für eine logische Konsequenz. He's done with the campers. Wow, he's good. Der Film ist dabei ein Potpourri an verrückten Ideen in Kacke umgesetzt, visuell auf dem Niveau von Disruptor-Zwischensequenzen und produziert auf der finanziellen Basis eines feuchten Händedrucks, was für Science-Fiction immer eine klasse Idee ist. Und jetzt mal im Ernst, wer von euch kennt noch Disruptor? Wenn ihr Disruptor kennt, ja, ihr seid alt. Aber hey, dafür stimmen die Morde samt Fresse in Flüssigstickstoff. Und überhaupt, alle Beteiligten sind mit sehr viel Herzblut bei der Sache. Es ist eben wie einem Besoffenen dabei zuzugucken, wie er gegen die Gravitation kämpft. Und wir bekommen am Ende endlich das Schlafsackgedrösche, das uns zuvor unter der Nase weggeschnitten wurde. Ein Riesenspaß! Platz 5. Der Stalker. Der Film ist ein relativer Neuzugang in meiner digitalen Sammlung und zum Glück vor kurzem als Mediabook erschienen. Seitdem rotiert er in meiner PS4 rauf und runter. Roger Cormans Conan-Klon bietet dabei alles, was einen miesen Film ergibt. Angefangen beim Covermonster, das natürlich so nie im Film zu sehen ist, über mieses Schauspiel und Ausstattung, bis hin zum Drehbuch, das offensichtlich als Lückentext verfasst und nie ausgefüllt wurde. The greatest adventure. The most legendary hero of them all. The man they called Deathstalker. The last great warrior king. Starring Richard Hill. Um den ganzen Narrationskladderadatsch irgendwie interessant zu halten, gibt es dafür Sex und Gewalt. Wobei Sex hier das Zauberwort ist, denn offensichtlich ist Vergewaltigung in der dargestellten Gesellschaft die bevorzugte Kommunikationsmethode zwischen Mann und Frau. Entweder man kommt gerade von einem Rape, man geht zu einem oder ist gerade dabei. Andere Beschäftigungen scheint es nicht zu geben. Klingt heftig, ist aber so stümperhaft dargestellt, dass man sich vor lauter Spaß die fiese Fresse aus der dummen Schnauze rausfacepalmen möchte. Die fiese Fresse? Aus der Schnauze. That's here. Resident Evil Apocalypse. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, weiß, wie abgrundtief ich die Resident Evil Filme hasse. Und sicher ist man da überrascht, dass ich gerade den Film am meisten mag, den die Fans der Reihe am beschissensten finden. Okay, eigentlich ist das überhaupt nicht überraschend, weil Fans der Resident Evil Filme ohnehin ein pathologisches Problem haben. Aber lange Rede, ohne Sinn, Apocalypse ist Mayhem mit einem Xenobiten namens Nemesis. Völligen Random-Anspielungen auf die Games, ich meine, was ist das hier, ein Cosplay? Action am Rande der Erträglichkeit und Figuren, die völlig uninspiriert wie eine Schrotladung in die dümmliche Handlung geballert wurden. We're gonna need more ammo. Move! I'm good. Good. Soweit so jeder Resident Evil Film, aber Apocalypse weiß, dass er scheiße ist und spielt die B-Movie-Karte zu seinem Vorteil aus. Ein wenig mit der Hoffnung, die Serie nun endgültig zu begraben, aber 4 weitere Teile beweisen, dass der Sarg offensichtlich leer war. Konstantin, was könnt ihr eigentlich? Produziert mit den Geldern des Deutschen Filmförderfonds. Platz 3. Mortal Kombat! Entschuldigung. Videospiellizenzen gab es in den 90ern billiger zu erwerben als Blowjobs an tschechischen Landstraßen. Und weil schon Street Fighter gezeigt hat, dass man Beat'em-ups gänzlich ohne Prügeleien verfilmen kann, dachte sich Paul W.S. Anderson, der sich in der Regel nie was denkt,
komm, mach ich doch Mortal Kombat komplett ohne sinnvolle Handlung, Blut oder Struktur. It has begun! Was dabei herauskommt, sind kontextfreie Kloppereien, die bis auf Scorpion gegen Cage unterirdisch choreografiert wurden und Christopher Lambert, der alle 15 Minuten ins Bild stolpert, um die hanebüchene Story zu erklären, weil ist so, weil Raiden sagt es halt so. Warum ich mir das Expositionsdebakel dennoch gerne ansehe, fragt ihr? Keine Ahnung, vielleicht wegen der hässlichen Effekte oder weil ich einfach blöde bin oder wegen dem Soundtrack. Am Ende kann man dem Film immerhin zugestehen, dass es danach weniger beim Pissen brennt als nach der eingangs erwähnten Ostblock-Tour. Also das ist doch schon mal was. Das ist aber schon etwas. Das ist aber schon etwas. Das ist etwas. Platz 2. Sharknado. Haie, die Menschen aus einem Tornado angreifen. Man glaubt es kaum, aber die Prämisse des Asylum-Krachers ist der souveräne Anteil an diesem Desaster. Was dann kommt, ist wahre Filmkunst. Nicht Szenen oder Sequenzen sind schlecht oder die Arbeit einzelner Art-Departments. Nein, man schafft es, nahezu jede Einstellung mit so viel Müll zu überschwemmen, dass einem die anderen Guilty Pleasures in meiner Liste vorkommen wie Kubrick-Meisterwerke. We're gonna throw bombs into the tornado. It's too dangerous. Too many of them. We're gonna need a bigger chopper. Claudia, move! Die Zeit zwischen den Einstellungen nutzt man dann, um Anschlussfehler, Folgefehler oder zeitliche bzw. räumliche Ungereimtheiten zu produzieren. Und wem das nicht reicht, der kann sich an Freestock-Footage von YouTube satt sehen oder an Tara Reeds Schauspiel oder an den messerscharfen Dialogen ergötzen. Egal, ich liebe es, als hätte man absichtlich so viele Fehler in den Film gepackt, dass einem am Ende eher auffällt, wenn mal 5 Sekunden nix schief läuft. Watch out! Can't just wait here and wish sharks to rain down on us. Sharknado, oder wie ich ihn nenne, How Not to Make a Movie und 4 Fortsetzungen, ist ein lecker Eimer Scheiße, der mich immer wieder zum Lachen bringt, bis mir die Nase blutet. Und dazu stehe ich wie ein Pimmel am Priester bei der Chorprobe. Was macht Tara Reid eigentlich heutzutage? Mal gucken. Oh! Platz 1, Doom! Es mag Leute geben, die Doom dafür hassen, dass man die Höllenstory der Spiele ignorierte und The Rock und Co. lieber gegen Mutanten statt gegen Dämonen zu Felde führt. Ich hingegen wusste nicht mal, dass Doom überhaupt eine Story hat und ich habe jeden Teil gespielt, geschweige denn, dass sich Gamer dafür interessieren. Wie? Was hast du gesagt? Also, sind wir mal ehrlich, die Story ist noch das Mittelmäßigste am Film. Viel schlimmer sind da die Einschlagfressen und Unsympathen, aus denen unser Protagonistenteam besteht, und die permanent vorherrschende Dunkelheit. Ja, Doom ist eher eine Art Hörspiel, aber dafür liebe ich den Film, weshalb ich ihn alle Nase lang zum Einschlafen anschalte. Denn ob mit offenen oder geschlossenen Augen, zu sehen gibt es eh selten was. Bis auf die Ego-Shooter-Sequenz natürlich, aber die kann man sich auch locker auf YouTube anschauen, da sie losgelöst betrachtet immerhin genauso wenig Kontext hat wie im Film selber. Aber hey, wem mache ich was vor? Während ich diese Worte schreibe, habe ich schon wieder Bock auf den Extended Cut mit noch mehr Düsternis und Dunkelheit. Gute Nacht. Ja. It's almost time, kids. The clock is ticking. Be in front of your TV sets for the horror-thon. And remember the big giveaway at 9. Don't miss it. And don't forget to wear your masks. The clock is ticking. It's almost time. Happy Halloween. Halloween.